Köln ganz im Zeichen moderner Kunst. Die Art Cologne zieht jedes Jahr Zehntausende Besucher aus aller Welt an. Bei rund 200 Ausstellern ist es schwer, den Überblick zu behalten. Ein wichtiger Anlaufpunkt ist der Stand von Galerist Hans Meyer. Die Stimmung jetzt, wir sind voll konzentriert. Wie so Rennpferde, die kurz vorm Rennen stehen. Sehr konzentriert, weil es geht ja da schon um Geld jetzt. Hans Meyer hat die Art Cologne mitbegründet. 1967 feiert sie als Kunstmarkt Köln Premiere. Für sein Engagement erhält der 75-Jährige in diesem Jahr den Art Cologne-Preis. Der Branchentreff hat sich in den vergangenen 50 Jahren stark verändert, ist größer und globaler geworden. Das war in der Anfangszeit noch ganz anders. Äußerst primitiv. Wir waren in der Halle vom Gürzenich. Jeder hatte vielleicht 30 Quadratmeter. Und jeder nahm einfach die Bilder in der Galerie von der Wand, hängt es am Gürzenich auf. Also wir hatten auch viel Freude. Hans Meyer gehört zur Top-Liga der Kunsthändler. Seine erste Galerie eröffnet er 1965 im süddeutschen Esslingen mit gerade mal 25. Das Erfolgsrezept, er inszeniert die Kunst. Theateraufführungen oder Konzerte gehören bei seinen Ausstellungen von Anfang an dazu. Als ich die Galerie in Esslingen hatte, hieß es so von Kunsthistorikern, von vielen Museumsleuten, um Gottes Willen in Esslingen, das sind Verrückte, die machen mit Rockmusik und die Polizei ist ständig dort. Das war einfach die Revolte gegen das Etablierte, auch gegen den etablierten Kunsthandel. So macht er auch die internationale Kunstwelt auf sich aufmerksam. Ende der 60er Jahre zieht Hans Meyer nach Düsseldorf. Als erster zeigt er Werke von Andy Warhol in Deutschland. Und er bringt den Pop-Art-Star mit dem deutschen Aktionskünstler Josef Beuys zusammen. Und da gab es hier eine Ausstellung. Da gab es so ein Telefonat zwischen Beuys und mir. Er soll doch zu der Eröffnung kommen. Warhol wäre da. Und dann sagte ich, nee, warum? Dann sage ich, du hast ja nächstes Jahr in New York eine Ausstellung, dann freust du dich auch, wenn der kommt. Und so kamen die zusammen und waren eigentlich richtig von Anfang an richtig gut. Einen wichtigen zeitgenössischen Künstler nach dem anderen holt er nach Deutschland. Keith Haring etwa bemalt exklusiv für ihn einen Sportwagen. Auch die Fotografie ist ihm ein Anliegen. Helmut Newton stellt bei Meyer zum ersten und kurz vor seinem Tod 2004 zum letzten Mal aus. Mittlerweile ist Meyers Tochter Marie mit ins Geschäft eingestiegen. Ihr wurde die Begeisterung für Kunst quasi in die Wiege gelegt. Was ich mich zum Beispiel total gut noch daran erinnern kann, ist, dass Tangeli bei uns oft zu Gast war und hatte zwei Dackel, die unheimlich frech und laut waren. Und ich schon als Kind also unheimlich sauer auf diese Dackel war. Und das sind immer so Momente, wo ich mich unheimlich gut daran erinnern kann. Den Spürsinn für neue Talente hat sie von ihrem Vater geerbt. Marie Meyer hat den Südafrikaner Zander Blom an Bord geholt, dessen Bilder gerade in der Galerie und auch auf der Art Cologne zu sehen sind. Noch sind Bloms Werke für rund 10.000 Euro zu haben. Andere Bilder, die Hans Meyer vor Jahren für ein paar tausend Mark gehandelt hat, bringen mittlerweile mehrere Millionen. Und das war nie voraussehbar, dass Kunst in diese Preissegmentierung kommt. Wenn ich es gewusst hätte, wie bedeutend Richter oder Warhol, dann wäre der ganze Keller voll mit Warhol und Richter und Polke und wie sie alle. Aber das kann man einfach nicht vorhersagen. Die Nachfrage nach bekannten zeitgenössischen Kunstwerken ist immens. Die Chance heutzutage noch einen Gerhard Richter oder Andy Warhol zu ergattern, minimal. Auch das ein Talent von Hans Meyer. Er weiß, was seine Kunden wollen und zeigt ihnen gezielt Werke, die für sie interessant sein könnten. Manchmal haben ja die Kunden ein bisschen, wie soll ich sagen, Angst, wie genau man sie kennt. Heute kommen bestimmt 10 oder 15 Personen, die sich ganz bewusst jeweils ein oder zwei oder drei Bilder anschauen. Niemand kann sagen, wer der nächste Warhol oder Lichtenstein sein wird. Gerade das macht die Art Cologne so spannend. Neben den Größen gibt es hier viele noch unbekannte Künstler zu entdecken, deren Arbeit vielleicht einmal das Doppelte oder Dreifache wert sein wird.